Jonas Elmer, 0-2 Heimniederlage gegen FC Basel. An was ist gelegen? Ja, wir haben versucht, das Spiel vom Mittwoch gegen jetzt abzuhacken. Wir wollten gut reinkommen da in das Spiel. Wir haben es eigentlich auch geschafft. Wir hatten zwar eine Chance oder zwei, aber im guten Kampf sind wir gut gestanden. Und dann sind natürlich wieder zwei sehr dumme Goal, die innerhalb von zwei Minuten fallen. Und das hat dann schlussendlich den Match entschieden. Sie sprechen es an, in letzter Zeit ist es oft so, dass Goal gegen Goal in extrem kurzer Zeit fallen. Nachher noch gegen Samax ist es schon so gewesen, gegen Luzern auch. An was liegt das? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Wir haben es immer angesprochen. Wir haben immer gesagt, wenn wir ein Goal bekommen, dann geht es weiter. Wir müssen den Kopf oben haben und konsequent weiterspielen. Und ich weiß auch nicht, es ist fast wie verflixt. Wir kommen das Goal über und dann kommt das Nächste. Und das ist natürlich jedem Spiel macht es das für uns sehr, sehr schwer. Jonas Elmer, merci vielmals für das Interview. Danke.